Mit all dem Streik und all dem Drama in Hollywood könnte man meinen, dass Alberto Barbera, der Direktor des Venedig Film Festivals, ein paar schlaflose Nächte hinter sich hat. Der Mann zeigt sich aber gelassen in seinem Interview mit Variety. Das Festival, das zu den Big Five Festivals gehört, zusammen mit Events wie den Cannes und Toronto Festen, findet vom 30. August bis zum 9. September statt. Wegen dem SAG-AFTRA-Streik hat es natürlich ein paar Absagen von großen Stars und deren Projekten gegeben und Barbera erklärt seine Reaktion darauf. Wir verstanden sofort, dass die Situation sehr komplex und einschüchternd war und ich war bereit, alles aufzugeben. Aber bald darauf bekamen wir viele positive Zeichen. Viele Produktionsfirmen versuchen ihr Bestes, ihre Projekte an das Fest zu schicken und auch die SAG-AFTRA scheint gewillt zu sein, Erlässe für den Event auszustellen. Ein weiteres Thema, welches das Festival plagt, ist, dass Filmemacher Roman Polanski, Woody Allen und Luc Besson alle Filme in der offiziellen Selektion haben. Alle drei wurden im Verlauf ihrer Karrieren verschiedenster sexueller Straftaten beschuldigt. Und viele Leute fragen sich, ob ihnen die Plattform eines solchen Events gegeben werden sollte. Alberto Barbera macht seine Position und somit die Position des Festivals klar. Alle drei Fälle wurden gesetzlich geklärt. Und ich glaube, dass man die Verantwortung des Individuums und die des Künstlers trennen muss. Ich bin ein Festivaldirektor, nicht ein Richter. Ich bin hier, um artistische Filme zu bewerten und von dieser Perspektive her sehe ich nicht ein, wieso ich diese Filme nicht dabei haben sollte. Egal, was mit dem Streik noch passiert, es soll nicht vergessen werden, dass das Venedig-Filmfest ein internationales Fest ist. Es wird somit, egal was die Situation in Amerika ist, garantiert eine vollgepackte Zeit für jeden Filmliebhaber werden.